Servus Leute, im Moment läuft das Supply und Demand Event, da muss man ein bisschen was looten, Military Power Cable, LCD Display, ein bisschen was killen und am Ende mit seiner Lieblingswaffe Kills machen. Da habe ich einen Raid für euch, ich war auf Customs unterwegs und habe ein bisschen mit der DT-MDR gespielt. Das ist meine Lieblingswaffe, neben der Spear und ja, die habe ich auserkoren. Und ja, da geht es darum, dass dann vielleicht Mechanic im nächsten Vibe diese Waffe dann als Barter-Trade anbietet. Mal sehen, wie das dann aussieht. Aber auf jeden Fall war ich auf Customs, habe ein paar Kills mit der gemacht und war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter Video. Jetzt viel Spaß. Nee, geh mal nicht Dorms. Geh mal Richtung Fort Knox. Können am langen Vibe liegen, ja? Der Vibe ist jetzt wirklich lang. Ah ne, ich glaube nicht, dass ich deswegen müde bin. Ruiz, da gehen wir doch schnell. Oh. Oh shit, auf, noch, auf. Woher kam die denn? Da glüht das Rohr, daher kam die Nate. Zwei waren's. Ja, der zweite war nicht ganz so souverän. Hätte ich da 30er Mech gehabt, hätte ich sie beide mit einem Mech gemacht. Was, vielleicht drei? Und Mr. McCracken. Take Rizzy. Opatschki. Opatschki. Die Scheiße kommen auch angeschwärmt, ey. Ohne Mist, ey. Die sind ziemlich drauf programmiert, einen verrückt zu machen. Hier hinten waren auch irgendwo Nades, ne?
Ja, die reagieren krass auf Sound inzwischen, die Scavs, ne? Die hören auch, wo ich vorhin die Cabinets gelootet habe, ne? Die hören das Cabinets looten und kommen hin. Das ist recht neu. Machst du irgendwo einen Sound und dann kommen die Scavs an. Schon hart. Wie geht der Giovanna? Da du ist. Im PvE ist das anstrengend. Ja, das ist halt, insbesondere wenn du nicht so erfahren bist, ne? Machen die richtig Druck dadurch. Okay, wir gehen mal ins Fort Knox. Die werden immer dauernd geupdatet, die Scavs. Dafür braucht es kein Update oder so. Das passiert serverseitig, denke ich. Ja, der Trick ist zu wissen, wie sie sich verhalten, genau. Rob, servus, wie geht's? Ja, Apex Predator geht gut. Das freut mich zu hören, bei mir auch. Demios, danke für den Prime im 29. Wie kommst du genau auf alle? Danke, dass du Prime mal lässt. Wie geht's? Servus. Lol, sagt er. Danke für den Support. Moin, wie geht's? Das ist die Leiche, ne? Nee, ist kein 100% Boss-Spawn-Event. Die spawnen bloß häufig. Das ist alles. Okay, wir gehen nochmal zurück, Skeleton. Irgendwo an der Baustelle ist jemand.
Ah, komm her. Ich glaube, das ist unten auf der Straße. Da reden wir jetzt mal nicht drüber, okay? Ich treffe auf jeden Fall eine Leiche. Es war auf jeden Fall Hitzer uns auf irgendwas, ne? Da ist was hingelaufen. Ich weiß nicht, ob es ein Scaff war, man hat keinen Todesschrei gehört. Aber das kann auch vom Sound her so sein. Moin, Adi. Rechts von mir ist irgendwas. Wir haben noch zwei zum Looten offen. Wollte ich bloß ein bisschen abkühlen lassen. Aber wir können ja schauen, ob es ein Spieler war. Nur eine Killquest. Ja, war ein Spieler. War ein Spieler. Bam, hey. Als ob der Scaff getroffen hätte. Okay, etwas viel. Ja, lauf zu ihm.
Kann nachschauen, ob ich ihn hab. Für den Nate. Ja, hab ihn. Hab ihn genadet. Der muss jetzt hier eigentlich liegen. Irgendwie ist mir das ein bisschen suspekt hier. Sei doch. Irgendwie habe ich mich hier gerade verzählt. Habe ich zwei Leute gekillt? Der ist nicht, hier nicht tot. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Ja, stimmt, ja. Der andere hat ja gezählt. Ja, ich habe mich gerade selber verwirrt. Ich wäre fast gerade dumm reingelaufen. Ich bin dumm reingelaufen, aber ist gut gegangen. Ich habe mich einfach selber verwirrt. Erstmal ein paar leckere Cracker. So, dann looten wir uns hier mal durch und dann können wir langsam rausgehen, würde ich sagen, ne? What? Was ist denn für einen hier? Auf jeden Fall ein Spieler. Wurde hier gerade was? Als ob hier gerade irgendwas ebenfalls am Looten war. Oh ja. Das hat der Scav gemacht, der ist zum Granaten, zur Granatenexplosion gelaufen. Da hinten ist was. Ey, das ist mir hier zu heikel. Ja, die reagieren ja auf Sound. Die reagieren auf Sound.
Alright, gönnen wir uns die hinten noch und dann mal Abfahrt, würde ich sagen. Reicht. Ah ne, der hier war letzte Runde, ne? Ja, ein paar Kills gemacht, ne? Waren jetzt 3 Customs-Runden und glaube 11 Kills, ne? 32.000 XP, auf geht's. Easy. Eine Daily. Ich habe das Gefühl, die sind schon zerpflückt, ne? Waren entweder Scavs oder... Gestern haben sich die Waffen gekrallt. Findet keiner. Alright, ich glaube, wir können gehen. Naja, schöne 5 Kills. Passt. Die Waffen sind leider weg von denen. Die haben sich die Scavs geholt, alles hingedroppt. Das ist schon mies, wenn die Scavs looten. Da kannst du die Leichen nicht einfach so liegen lassen. Die kommen und holen sich den Loot. Das haben sie auch verschärft irgendwie, kommt mir so vor. So Leichen abkühlen lassen ist nicht mehr. Offen? Komm schon. Oh, war klar, dass sie nicht offen ist. Die Scavs sind richtige Geier, ja? Ich meine, ist ja auch richtig so. Macht ja Sinn. Ich meine, die werden es eh aus dem PvE übertragen, dass Scavs looten und sowas. Richtig looten. Nicht nur so das Zeug durch die Gegend schmeißen und sich die Waffe klauen. Na gut. Ah, wisst ihr was, Leute? Ah, hallo YouTube. Auf geht's. Hallo YouTube im Chat. War doch ein guter Raid. Außer mal das Lurken hier ein bisschen durchbrechen. Ich glaube 5 Kills, ne? Ein paar. Jörg, danke schön für den Tier 2 und 1,5 Jahre. Willkommen zu Genabo-Falle. Danke für den Tier 2 Support. Weiß ich zu schätzen. Willkommen zu Genabo-Falle. So, 1, 2, 3, 4, 5. Passt.
Passt. And I've been counting days.